Muss auch sagen, ich habe wirklich ein bisschen Bammel davor, gegen den Bären zu kämpfen. Oder wie auch immer das ablaufen wird, keine Ahnung. Bärentöter-Speer, 100% speerbereit machen. So angreifen kann ich mit dem nicht. Ich kann den halt nur... Ich kann den halt nur so ausrichten und dann war's das. Der Wolf hat sich angepisst, aber ob sich der Bär dadurch beeindrucken lässt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich kommt dann so eine Quicktime-Sequenz, wie wenn einen der Wolf angreift. Und dann muss man hier halt die Maus spammen, damit man den Bär attackiert und dann... Ja, Kollege ist schon wieder müde. Haben wir wieder ziemlich viel Zeit vertrödelt, weil wegen ins Wasser eingebrochen, aber es sieht gut aus. Und wo laufe ich jetzt gerade hin? Ich laufe mal wieder, ja, nicht so ganz falsch, aber immerhin falsch genug. Aber immerhin sind wir jetzt schon mal sicher vor Wölfen. This pack is getting kinda heavy. Ja, ja. Können wir wieder ein bisschen sprinten. Ah, ich habe noch das Zedernholz dabei. Ein paar Stöcke würde ich mitnehmen, dass wir immer was haben zum Anzünden. Da ist auch wieder ein Wolf. Sieht's hier aus? Die Kleidung ist hier gefroren. Macht aber nichts anscheinend, weil die Körpertemperatur geht hoch, also. Vielleicht hat's irgendwie jetzt noch aufs Sprinten Auswirkungen? Ich weiß es nicht. Naja, Hauptsache wir sterben nicht, der Rest ist mir eigentlich gerade egal. Soll die Kleidung gefroren sein, juckt mich jetzt herzlich wenig, wenn ich ehrlich bin. Als ob er da oben wartet. Guck den Bär nicht 5 Stunden an. Lauf! Ah, not feeling so cocky now, huh? And all it took was for me to go full on Grizzly Adams. I'd better get out of here before he comes back. Ah ja, alles klar. Das ist ein hochintelligenter Bär. Er weiß, dass wir eine Waffe gegen ihn haben. Gott,
Okay. Ich würde jetzt, glaube ich, erstmal zum Ding laufen. Zum Office. Allein wegen dem Schlüssel. Ich muss immer noch an diesen Schlüssel denken. Oh, stimmt, da könnten wir dann auch mal gucken. Schüsse am See, das können wir machen. Und hier hinten versteckt der Waldflüsterer. Aufsichtsturm können wir auch mal gehen, da ist bestimmt auch irgendwas. Also würde mich wundern, wenn nicht, wenn hier nicht auch irgendwie eine Quest wäre, was man triggern kann. Und nein, das sage ich jetzt nicht. Weil ich im Guide schon nachgeguckt habe. Im Guide gucke ich eigentlich nur nach den aktuellen... Nach den aktuellen Dingern. So, was ist los, Junge, hä? Ah. So ist es recht. Ja, zum Office. Dann können wir Schüsse am See machen. Okay, also für einen Speer muss ich mir immer ein bisschen Ausdauer aufheben. So, darf ich jetzt mal fertig erzählen? Ich wollte jetzt zum Office Stuff ablegen. Dann können wir die Nebenquests machen. Vielleicht finde ich ja jetzt den Schlüssel. Vielleicht ist der ja jetzt da. Wenn nicht, dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dann ist bei mir anscheinend das Safe Game verbuggt. Falls jemand weiß, wie man den Schlüssel bekommt, der kann es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es nicht. Ich kann jetzt auch aus dem Guide nicht entnehmen, wo der Schlüssel sein soll, weil da steht einfach nur, man soll die Schränke kontrollieren und das habe ich ja gemacht. Natürlich. Gerade sage ich es noch, ich soll Ausdauer aufheben. Oh, jetzt sind wir aber ziemlich am Arsch. I'm gonna bleed out soon. So, Medic. Lass mal gucken, was ist eigentlich los. Ja, das Übliche halt. Medic, Bartflechtenverband. Wolfsbiss. So, Antiseptikum und dann... Normaler Verband, Blutverlust. Ja, ich habe nicht genug Ausdauer aufgehoben. Ich hätte einfach weitergehen sollen. Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Einfach in normalem Schritttempo weitergehen. Nach dem Wolf gucken. Und halt Ausdauer aufladen, dann wenn er kommt mit dem Speer. Jawohl. Ich gehe jetzt halt hier rein. Und jetzt sage ich es nochmal. Ich würde hier jetzt halt gerne Stuff ablegen. Dann würde ich die Quests machen und hier vielleicht nach dem Schlüssel gucken. Genau, vom Schlüssel hatten wir es ja. Wenn jemand weiß, wie ich den krieg, dann ja, weil im Moment bin ich der Meinung, dass es verbuggt ist. In dem Guide steht nur, man soll diesen Schrank hier, also man soll den Schrank untersuchen und auf dem Bild steht halt eben,
der Charakter so, guckt auf diesen Schrank und dann ist halt eben dieses, ne, dieses Fenster offen. Oder diese Ansicht, dass man halt eben das Item aus der Nähe sieht, ne, so wie es halt aussieht, wenn man irgendwas aufhebt. Und deswegen denke ich mal, man kriegt den Schlüssel, wenn man hier halt diesen Schrank durchsucht. Aber wie man sieht, ich habe die durchsucht und ich habe den Schlüssel nicht bekommen. Ja, keine Ahnung. Weiß es nicht. Kann auch gern hier nochmal gucken. Na, hier liegt nichts um den Schrank herum, ne? Da liegt kein Schlüssel. Zumindest sehe ich den nicht. Es liegt nichts auf dem Schrank drauf, ne? Also ja, ich... Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Offenbar ist das irgendwie verbuggt hier bei mir. Dass ich den Schlüssel nicht bekommen habe. Oder ich habe einfach zu früh hier geguckt, was ich nicht glaube, weil... in dem Guide nichts steht, dass man erst irgendwie die Hauptstory machen muss bis zu einem gewissen Punkt und dann... Na, naja. Gut, das ist schade. Ich meine, zwei Schlüssel habe ich ja. Den dritten kriegen wir halt nicht. Die Quest können wir demnach nicht abschließen. Finde ich sehr schade, aber... Ja, was soll ich jetzt machen, außer die komplette Episode neu starten, aber das... Nö, das mache ich natürlich mal nicht, ne? Das ist sehr dumm. Lebenstraining. Oh, töte einen Wolf in Rätselsee. Ich hätte den abschießen sollen. Gib dich an die andere Seite des Rätselsees zu den Hütten. Okay. Ich glaube, ich würde es jetzt so machen. Ich nehme mal hier oben den allerersten Schrank. Und da würde ich dann mal das ganze Lampenöl reinballern. Weil, warte kurz. Ich mache das so, dass ich hier die Lampe nochmal auffülle. Ne? Da ist zwar wenig raus, aber wir nehmen mit, was geht. So, einmal noch auffüllen. Dann habe ich hier jetzt einen ganzen Liter in der Lampe dabei und dann können wir hier mal ein ganzes Kilo ablegen. So, die Bügelsäge würde ich auch ablegen, weil die ist eigentlich nur dafür da, um Metallschrott zu gewinnen. Und wenn ich Metallschrott brauche, dann weiß ich, wo sie ist. Die Signalpatronen. Boah, der Kerl schnauft schon wieder, ne? Das ist furchtbar. Nähset würde ich, glaube ich, auch mal zwei Stück ablegen. Signalpatronen. Ich meine, wir haben jetzt den Speer. Und zur Not haben wir noch das Gewehr. Ich weiß halt nicht, wie lange wir den Speer jetzt hat behalten. Es ist halt das, nicht dass... Jawohl, solange ich die Ding nicht mache, die Hauptquest, passiert ja nichts, ne? So, das Ding können wir ablegen. Die Krähenfedern kommen weg. Der Stoff kommt weg. Das Ding kommt weg. Ich meine 0,0 Revolverhülse. Ja, das braucht natürlich kein Gewicht. Muss aber jetzt trotzdem nicht, müssen wir jetzt trotzdem nicht dabei haben. Schnur und Haken, da kann man Angelzeug draus machen. Würde ich dabei lassen, weil braucht eigentlich kein Gewicht. Ah ja, der Stoff. Dann lassen wir den Stoff mal kurz da. Ja, und dann war es das eigentlich auch schon wieder, ne? Mit Stuff ablegen. Brecheisen. Bin ich auch am überlegen, ob es worth ist, das Brecheisen noch mit rumzuschleppen. Die Signalpistole selber, die lege ich auch ab. Das habe ich jetzt ganz vergessen.
Ich meine, man kann die ganzen Spinde öffnen, aber so krasser Loot ist da jetzt auch nicht drin. Ich weiß nicht. Beil. Ja, Beil würde ich schon da lassen. Aber 31, damit sind wir unter unserer Gewichtsgrenze. Es geht eigentlich, ne? Damit sind wir eigentlich wieder reisetauglich. Gut. Der war leer. Dann gehe ich kurz ins Inventar. Ich möchte auch heute nicht so eine inventarlastige Folge machen. Das ist mir beim Schneiden auch aufgefallen, dass ich da sehr viel Inventarmanagement gemacht habe. Scheitert, oder was? Ah, nicht genug. Stopp. Weißt du was, dann nehmen wir hier den Vorhang auseinander mit bloßen Händen, dauert 10 Minuten. So, dann haben wir zweimal Stoff, dann machen wir wieder I, dann gehen wir hier rein, reparieren. So, jetzt aber. Jetzt ist das Ding wieder zu 100% repariert. Der bringt 1,5. Die Mütze, die bringt 2. Wenn die voll repariert wäre, das bedeutet, das Ding hier ist eigentlich Käse. Mach mal kurz Licht an. Kleidung, das Ding ablegen. Das sind auch nochmal 0,25 Kilo. Alles klar. Ja, dann müssen wir halt mal ein bisschen Stuff hier wegessen. Sturmlaterne. Guck mal, die ist auch noch voll. Was? So, nach oben. Hier ist noch ein Kochtopf. Haben wir hier drin. Beil. Oh, da haben wir ja richtig krass. Das ist Zeug drin. Noch ein Beil, Metallschrott, sehr viele Dosen. Ja. Aber gut. Dann würde ich jetzt hier erstmal Rast machen. Hol die hier. Also ich repariere die hier noch. Solange noch Tageslicht ist. Gut, ja, nicht, dass die kaputt gehen. Weil wenn die mal kaputt sind, dann ist over. Das Zeug hier ist immer noch gefroren. Ich glaube, das taut auch nicht auf. Können wir so pennen gehen? That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Ja, ja. Ja, essen wollte ich. So, wir hauen uns hier die Kondensmilch rein. Gibt nämlich Trinken und Kalorien. Ja, und dann sind wir hier auch schon mal die Kilos los. Ne? Das ist wieder ein halbes Kilo Gewicht, was frei ist. Und damit ist Essen auch wieder aufgeladen. Direkt vor dem Ding, ne? Da. Wegpacken die Streichhölzer. Dann trinken. Der Typ nicht aufwacht. So, und jetzt gehen wir einfach pennen. Gefühlt 11 Grad, passt. Kleidung, die wird dann schon nicht mehr gefroren sein. Wir hauen uns mal 9 Stunden hin. Essen, Trinken haben wir voll. Oh, ich hätte noch so ein
so einen Schlaftee machen können, ne? Dann hätten wir ein bisschen mehr, obwohl. Dann hätten wir ein bisschen mehr Leben regeneriert, aber glaube ich okay. Immer noch Nacht. Ich glaube, da mache ich nochmal 5 Stunden. Weil ich hätte trinken sollen, ne? Ah, okay, geht. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir hauen uns hier mal Chips rein. Ja, jetzt sind wir am Verdursten, das ist aber kein Problem. Dann hauen wir uns hier die Salzcracker rein. Wunderbar. Und dann trinken. Ja, einfach hier ein bisschen Wasser sparen. Jawohl, da haben wir noch einen Liter, da kommen wir noch gut mit rum.